Hallo, mein Name ist Jens Landmesser. Ich bin einer der Canon Academy Trainer und auch ganz häufig bei der Fotokoch Akademie anzutreffen. Fotokoch wird 100 Jahre und es sind die ersten Online-Fototage mit jede Menge Jubiläumsangeboten. Ich möchte euch heute ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr mit der Blende besser gestalten könnt, wie ihr sie in eure Kamera einstellt und vor allen Dingen, wie ihr dazu kreativeren Bildern kommt. Schauen wir uns doch erst einmal an, wie das grundsätzlich mit der Blende so funktioniert. Hierfür habe ich euch die ein oder andere Folie mitgebracht. Am besten, wir blenden sie mal ein. Und damit ihr mich noch weiterhin seht, blende ich mich auch noch mal ein. So, dann können wir die Kamera auch gleich wieder dazu nehmen und ich kann euch zeigen, wo ihr das ein oder andere dann an der Kamera bewegt, damit sich die Blende auch verstellt. Wir fangen mit den Einstellungen in der Kamera an. Ihr habt auf der rechten oder auf der linken Seite habt ihr euer Haupteinstellrad, wo ihr die Aufnahmeprogramme auswählen könnt. Damit wir die Blende verstellen können, nehmen wir jetzt die Halbautomatik. Das bedeutet, dass die Kamera für euch mitarbeitet und ja, die Belichtungszeit und wenn gewünscht auch den ISO-Wert selber wählt. Für euch. Ihr müsst euch quasi nur um die Blende kümmern und die Belichtung, die das Licht regelt, also nicht zu viel, nicht zu wenig Licht, die wird über die Kamera übernommen. Schaut man auf eurer Kamera, auf der rechten oder linken Seite habt ihr das Haupteinstellrad, so wie ich es euch hier eingeblendet habe, mit den verschiedenen Aufnahmeprogrammen. Wir wählen das Programm AV und AV ist die Blendenwahl oder auch Verschlusszeitautomatik genannt. Das Licht, was von euren Motiven kommt, geht durch das Objektiv und hier können wir genau Folgendes machen. Wir können mehr oder wir können weniger Licht hindurchlassen, indem wir die Öffnung größer oder kleiner stellen. Das ist im Prinzip, was wir über der Blende verstehen. Ihr seht, wenn wir gleich Zahlen einstellen werden, Blendenzahlen einstellen werden, dass kleine Zahlen große Öffnungen innerhalb des Objektives sind und große Blendenzahlen kleine Öffnungen. So wie ihr es auch in den Abbildungen jetzt hier seht. Kleine Blendenzahl 1,4, eine große Öffnung. Große Blendenzahl 22, eine kleine Öffnung. Was bedeutet das für uns? Neben dem, dass wir Licht reduzieren können oder mehr Licht durchlassen können, was bedeutet das für unsere Gestaltung? Wir können durch die Blende auch die Schärfe in der Ausdehnung bestimmen. Das Thema Schärfentiefe ist quasi heute ein Hauptpunkt, den ich mit euch ja, durchgehen oder den ich aufzeigen möchte, wie wir ihn richtig nutzen und vor allen Dingen in unseren Bildern nachher als einen unscharfen oder schärferen Hintergrund oder auch Vordergrund widerspiegeln kann. Um euch die Einstellungen zu verdeutlichen, habe ich jetzt einmal die Einstellung gewählt vom Display, dass die Hauptfunktionen auf dem Display hinten angezeigt werden. Ganz klassisch. Natürlich kann man auch ein Live-Bild generieren auf dem Monitor, auf der Rückseite oder man kann die Einblendungen in den Live-Bild-Monitor auch mit unten einblenden. Ich wähle jetzt mal die klassische Ansicht, weil es hier sehr deutlich wird, welche Räder ich bediene. Ich will es euch vielleicht auch noch mal direkt zeigen an der Kamera. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, jetzt hier hinter dem Auslöser ein Hauptwahlrad zu drehen. Manchmal ist es auch um den Auslöser herumgelegt. Und wenn ich dieses Rad bewege, dann seht ihr, dass ich dann auch die Zahl auf der rechten Seite, also meine Blendenzahl, dass sich die verändert. Ich drehe mal ganz nach links und ihr seht, dass die Zahlen immer kleiner werden. Ich will direkt dazu sagen, das hat mit dem Objektiv zu tun. Die Blendenzahlen kommen vom Objektiv und ihr könnt sie so einstellen, wie das Objektiv das zulässt. Also ich kann im Moment meine Blendenzahl nach unten setzen auf 1,8. Das ist nicht bei jedem Objektiv so. Das heißt, es kommt tatsächlich oder es kommt auf das Objektiv drauf an. Drehen wir das Ganze in die andere Richtung, nach rechts, dann werden die Blendenzahlen größer. Und ihr seht, ja, ich drehe mal ein bisschen schneller, da muss man ein ganzes Stück weit drehen. Dann komme ich zu der Blendenzahl 22. Und ich hatte ja eben schon gesagt, die Blendenzahl 22 ist eine große Zahl und eine kleine Öffnung würde auch dementsprechend wenig Licht jetzt durch das Objektiv bedeuten. Und ich drehe nochmal nach links, um es nochmal zu verdeutlichen. Dann gehen die Zahlen wieder in Richtung klein.
Und kleine Zahl, große Öffnung bedeutet, wir erlassen im Moment viel Licht durch. Ich tippe mal den Auslöser an. Ihr seht, ich lege mal meinen Finger auf den mein Finger auf den Auslöser, tippe mal an und ihr seht, es wird im Moment ein 1/30 eingeblendet. Das heißt, zu meiner Blende 1,8 lässt jetzt die Kamera bei einem ISO-Wert von 100 ein 1/30 für die Belichtung zu, damit unser Bild nicht zu hell oder zu dunkel wird. Ich tippe das nochmal an und jetzt werde ich die Blendenzahl nochmal erhöhen. Ihr seht das direkt und was passiert? Ihr seht die Zeit, also die Belichtungszeit, die wird immer länger. Und die lange Belichtungszeit bedeutet jetzt, dass wir natürlich jetzt hier vorne die Öffnung kleiner machen, weniger Licht durchgeht und die Zeit länger braucht, um die Lichtmenge, oder die Kamera braucht mehr Zeit, um die Lichtmenge zu setzen, damit unser Bild natürlich jetzt nicht zu dunkel wird. Ich kann das mal ein bisschen weiter noch treiben bis zur Blende 22 und vielleicht habt ihr das andere Tutorial oder die anderen Tipps bei Fotokoch bei den Online-Fototagen schon gesehen, wo ich über die Belichtungszeit spreche. Da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen mehr Wissen über die Belichtungszeit herausziehen. Da kann ich jetzt nicht ganz so, da will ich jetzt nicht ganz so genau drauf eingehen, aber ihr seht, die linke Zahl ist jetzt eine 4 mit zwei Strichen oben, also würde die Belichtungszeit jetzt 4 Sekunden bedeuten. Das bedeutet, es ist sehr lange, ich kann das nicht aus der Hand machen. Es bedeutet auch, dass meine Motive wahrscheinlich, wenn sie sich bewegen, oder nicht nur wahrscheinlich, wenn sie sich bewegen, nicht in der Schärfe abgebildet sind, sondern dass sie bewegungsunscharf sind. Aber genau zu diesem Thema schaut euch vielleicht mal das andere Tutorial an, da habe ich ganz viel dazu erzählt. So, gehen wir nochmal in die Folien und gucken einmal, was ich euch da noch so an Bildern vielleicht auch zeigen kann. Schauen wir uns mal meine Blendenreihe an. Also verschiedene Aufnahmen mit unterschiedlichen Blendeneinstellungen. Ihr seht hier, die erste Aufnahme ist mit der Blende 1,2 aufgenommen und mit einer Verschlusszeit von 1/1000. Wie gesagt, in der Halbautomatik kommt die Verschlusszeit von der Kamera und wird euch zu eurer Blende dazugegeben. Blende 1,2, kleine Zahl, kleine Blendenzahl, große Öffnung, viel Licht geht durch, deswegen auch diese sehr kurze Belichtungszeit hier. Schauen wir mal auf die rechte Seite im Bild. Ihr seht, dort sind meine Maronen in einer sehr geringen Schärfe vorliegend und ja, eigentlich nur ein paar Stacheln auf der rechten Seite liegen im Moment im Schärfebereich. Der Vordergrund ist unscharf, der Mittelgrund mit diesem kleinen, sehr kleinen Bereich liegt jetzt hier in der Schärfe und der Hintergrund dehnt sich in der Unschärfe aus. Ich werde jetzt einmal abblenden, das heißt, ich werde die Blendenzahl erhöhen, von der Blende 1,2 auf 1,4 und ich mache jetzt mal so weiter und vielleicht auch mal ein paar Stufen durch und dann mache ich mal eine Pause und dann schaut ihr euch mal die Veränderung an. Gehen wir mal vielleicht bis zur Blende 4, da hat sich ja schon einiges auch im Bild getan und gerade auch in dem Bereich des Mittelgrundes, jetzt hier die Maronen, die hier dort liegen, die haben ja schon eine deutlich stärkere Schärfeabbildung jetzt bekommen. Und auch im Hintergrund hat sich einiges getan. Er ist immer noch schön unscharf, aber mir wird jetzt viel deutlicher schon, dass dort noch zwei Bäume stehen. Achtet mal auch auf den Vordergrund. Ja, das heißt ja immer Schärfentiefe, aber bitte achtet mal auch auf den Vordergrund. Da liegen so zwei Maronen vorne. Achtet mal auf die beiden. Was passiert mit denen? Ich blende nochmal ein bisschen weiter ab. Das Abblenden ist, wie gesagt, immer abhängig davon, was für ein Objektiv ihr habt. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich bei der Blende 16 Ende, dann ist das meinem Objektiv geschuldet. Genauso auch, wie ich die Blende 1,2 in die andere Richtung öffnen kann. Die Blenden sind immer objektivabhängig und wenn ihr euch ein anderes Objektiv zu eurer Kamera anschafft, dann könnt ihr auch andere Blenden einstellen, sofern das Objektiv diese Möglichkeiten mitbringt. Wir gehen mal weiter vor, von der Blende 4 bis zur Blende 9 und dann bis zur Blende 16. Wenn ich mir mein Bild jetzt betrachte, hat sich einiges geändert, auch mit vielen Stufen dazwischen. Und ja, wenn ihr abwechslungsreich fotografiert, dann versucht auch mal demnächst euer Motiv mit unterschiedlichen Blendenstufen vielleicht aufzunehmen und nicht nur mit einer Blende. Ihr seht, was die Schärfentiefe für einen Einfluss auf eure Gestaltung hat. Ob ihr den Hintergrund zum Beispiel stärker oder weniger stark betont, ist hier eine ganz klare Entscheidung auch der Blende. Den Vordergrund habe ich eben extra nochmal hervorgehoben. Schaut euch mal die beiden Maronen vorne an. Die sind auch wesentlich schärfer geworden. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Ausdehnung der Schärfe nach vorne
und nach hinten. Und man sagt so, zwei Drittel dehnt sich nach hinten aus, ungefähr ein Drittel nach vorne, ab da, wo ihr euer Motiv scharf gestellt habt. Gehen wir noch einmal zurück, einmal zum Vergleich. Wie sah das erste Bild aus? Ah, das ist unser erstes Bild mit der Blende 1,2. Wichtig ist, dass wir nicht nur die Blende mit der Schärfentiefe in Verbindung bringen, sondern auch den Abstand zu eurem Motiv. Je näher der Abstand, je enger ist auch die Schärfeebene und vor allen Dingen auch die Brennweite als dritter Bereich. Ihr könnt über die Brennweite auch die Schärfentiefenausdehnung bestimmen. Das sind zum Beispiel alles Themen, die ich auch sehr ausführlich bei Fotokoch in den Grundkursen behandle, mit vielen Beispielen und natürlich auch mit viel Praxis. Wichtig ist es nachher alles zusammenzubringen. Also Abstand, Blende und die Brennweite. Für die Kreativität, die ihr nachher über die Schärfentiefe einsetzen könnt, sehr, sehr wichtig. Und beachtet auch, was ich eben gesagt hatte, mit die Ausdehnung nach vorne und nach hinten findet in beiden Bereichen statt, in unterschiedlicher Stärke. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar Bilder dazu an. Und dafür gucken wir einmal vielleicht ein paar Bilder mit geringer Schärfentiefe. Ich nehme mich mal wieder raus, dann seht ihr die Bilder besser. Und starten einmal mit einem Bild mit einer sehr, sehr geringen Schärfentiefe. Hier seht ihr, dass ich eigentlich durch die Scheibe fotografiert habe und die Schärfe eigentlich komplett hinter die Scheibe gelegt habe auf mein Hauptmotiv. Und die geringe Schärfentiefe lässt sogar die Schrift ausblenden. Und für mich immer ein gutes Mittel, um auch jetzt dieses Hauptmotiv Schrift, was wir immer lesen und was wir vielleicht gar nicht als Motiv haben, etwas zurückzusetzen. Ihr seht, Vordergrund liegt in der Unschärfe, Mittelgrund in der Schärfe und dann geht es weiter nach hinten durch. Die Spiegelung finde ich eigentlich ganz schön hier noch, dass man auch noch erkennen kann, dass das Ganze sich hinter seiner Scheibe befindet. Vielleicht werde ich euch in meinem weiteren Beitrag mal ein paar Bilder zeigen, wo ich einen Polarisierungsfilter verwendet habe, um diese Spiegelung stärker herauszunehmen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel. Hier jetzt ein Motiv, was ja zum einen sehr schnell ist, immer sehr schnell auch wieder weg ist. Also hier ist auch mit einer Telebrennweite gearbeitet, um auch noch mehr oder eine geringere Schärfentiefe hervorzuheben. Ich hatte ja eben auch schon mal gesagt, es hat mit dem Abstand zu tun, es hat mit der Brennweite zu tun und mit der Blende. Hier jetzt sehr offenblendig mit einer hohen Brennweite. Wir können den Hintergrund sehr, sehr freistellen. Es ist auch sehr homogen hinten. Achtet bei solchen Bildern immer drauf, dass ihr vielleicht wirklich eine Gleichartigkeit im Hintergrund habt. Somit ist es also schön freigestellt. Hier ist es recht schwierig, jetzt bei dem Bild auch noch eine Blendenreihe aufzunehmen oder bei dem Motiv, weil das Motiv sehr schnell ist. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, wie zum Beispiel bei so einem Motiv, glücklicherweise war hier ein bisschen Ruhe und dementsprechend konnte ich auch in dem Moment die Blende noch variieren. Also hier gibt es verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Blendenstufen. Das hat für mich den Vorteil, wenn ich über abwechslungsreiches Fotografieren spreche, dass ich nachher an meinem Rechner in meinem Programm unterschiedliche Bilder mit unterschiedlicher Schärfentiefenausdehnung habe. Also der Hintergrund, jetzt hier meine Felsen, mein Meer, ist mal schärfer und mal weniger scharf. Und ich kann quasi im Nachhinein aussuchen, welches Bild dann jetzt am besten passt, ob ich jetzt den Hintergrund stärker ausblenden möchte oder wirklich zeigen möchte, wo befindet sich denn jetzt hier mein Hauptmotiv. Ja, mehr Schärfentiefe. Genau der andere Weg, mehr im Bild zu zeigen, mehr auch an Informationen zu liefern, gerade auch jetzt hier eine Aufnahme, wo ich also wirklich eine schöne Führungslinie eigentlich von links gehend auch im Bild habe und entlang der Linie, die sich über die Motorräder nach rechts hinten ausdehnt, entlang wandern kann. Hier ist also auch wirklich schön, dass ich auch im Hintergrund mehr erkennen kann und der Betrachter das Bild auch stärker durchsuchen kann und auch länger letztendlich auch auf eurem Bild haften bleibt. Anderes Beispiel,
aber eigentlich gleicher Weg. Auch hier haben wir eine Führungslinie, die von rechts nach links läuft, nach unten gehend der Ladenstraße entlang, vielleicht auch noch die Schienen, die sich unten im Boden befinden. Und hier ist es auch wirklich sehr schön jetzt, dass man nicht nur vielleicht die Schilder im Vordergrund in der Schärfe hat, oder vielleicht hat man das auch und ihr habt das Ganze variiert. Das heißt, ihr habt jetzt eine Bildreihe aufgenommen mit unterschiedlichen Blenden, also abwechslungsreich fotografiert, wie ich da immer so schön zu sage, und habt beides. Ein Bild mit Schilderfront in der Schärfe und Hintergrund unscharf und andersrum, wie jetzt hier ein Bild mit durchgängiger Schärfentiefe, wo der Betrachter also auch stärker euer Bild nach hinten durchsuchen kann. Ja, drittes Bild, was ich herausgesucht habe. Und hier haben wir eine klassische Nachtaufnahme zur blauen Stunde. Und mal gucken, wie viel man da jetzt erkennen kann. Aber ich glaube, man kann unten recht schön sehen, dass auch der untere Stadtteil in der Schärfe liegt und die Alhambra hinten auch. Das heißt, wir haben unten im Bereich auch der Häuser schöne Schärfe vorliegen. Gerade bei solchen landschaftsurbanen Stadtaufnahmen ist es sehr schön, wenn wir eine etwas durchgängige Schärfentiefe haben, um halt mehr Schärfe auch abzuzeichnen. Hier würde ich wahrscheinlich gar nicht mit einer offenen Blende arbeiten. Das ist eigentlich das Thema jetzt, ja, mag ich es nicht, Nachtfotografie, wo wir durchaus jetzt zwar weniger Licht haben, aber dieses wenigere Licht über die Zeit ins Bild holen. Also hier auch wieder das Thema Belichtungszeit in Kombination mit der Blende. Eigentlich ein sehr spannendes Thema, blaue Stunde, Nachtfotografie. Gerade jetzt zur Zeit ist es echt schön, weil wir ein schönes Zeitfenster auch haben. Blaue Stundenzeit ist auch etwas länger. Und hier ist es durchaus ganz nett, auch vielleicht etwas mehr Schärfentiefe abzuzeichnen. Macht doch mal den Wechsel, probiert das mal aus. Vielleicht ist auch noch mal eine Überlegung, in ein lichtstärkeres Objektiv zu setzen, was viel mehr Kreativität auch dann mit sich bringt. Ihr habt das gesehen, wenn wir die Blende aufmachen können, können wir vielleicht ganz andere Dinge machen. Und manchmal ist es auch einfacher, wenn wir die Blende aufmachen, als wenn wir nur mit der Brennweite arbeiten. Ne? Nicht immer haben wir so viel Platz zur Verfügung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Fotokoch-Fototagen online. Und ja, vielleicht bis bald.